Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Technikvideo. So, Freunde, ihr habt schon jetzt mehrmals darum gebeten, dass ich euch zeige, wie man gegen Rechtsausleger kämpft oder euch Tipps gebe, wie man gegen Rechtsausleger kämpft. Und ich dachte mir, anstatt so ein langweiliges Theorievideo zu machen und euch einfach nur ein paar Tipps zu zeigen oder zu erklären, habe ich mir jetzt einen Kollegen, den Mohammed, geschnappt. Der ist ganz zufällig Rechtsausleger. Und wir werden jetzt einfach ganz locker 3-4 Runden Sparring machen. Und dann werde ich euch das Sparring zeigen und dadurch einfach ein bisschen selber kommentieren und euch zeigen, wie ich so ein Sparring oder einen Kampf angehe, wenn ich gegen den Rechtsausleger kämpfe. Ja? In dem Sinne, ich würde sagen, wir fangen einfach an, machen ein cooles Sparring. Das ist Mohammed, habe ich schon gesagt. Willst du was sagen? Ja, alles gut. Alles gut? Okay, dann fangen wir an. So, meine Freunde, Runde 1 beginnt. An dieser Stelle eine ganz kurze Information, und zwar wiege ich ungefähr 10 Kilogramm mehr als der Mohammed. Daher wollte ich in diesem Sparring nicht einfach nur nach vorne marschieren und meinen Druck ihm aufzwingen, ja, und ihn einfach kraftmäßig besiegen, sondern ich wollte mich beweglich verhalten und ein paar verschiedene Sachen ausprobieren, um die euch zu zeigen. Ich werde immer wieder in dem Video ein paar Sachen kommentieren und anmerken, damit ihr einfach wisst, was da gerade passiert. Ansonsten lasse ich das Video einfach zwischendurch immer weiterlaufen. Was ich in der ersten Runde immer wieder gerne mache, ist, den Gegner ein bisschen zu lesen, die Distanz zu lesen, zu schauen, wie er auf verschiedene Aktionen von mir reagiert, wie er mit dem Jab umgeht und wie sein Timing ist, damit ich dann später im Verlauf des Kampfes dann den Druck weiter aufbauen kann und weiß, was mich als Konter erwartet. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen den Jab gelesen, ich weiß ungefähr, wie seine Distanz vom Jab ist, wie ich rein und raus gehen kann, und habe den gleich rausgekontert. Hier arbeite ich einfach mit meinem Jab oder mit einer hohen Deckung oder mit dem hohen Jab, um ihn einfach immer wieder zu stören und seine Aktionen zu stören. Achtet hier besonders auf meine Handstellung, schaut, wo meine rechte Hand ist, während ich versuche, den Jab an den Mann zu bringen. Sollte er gleich kontern, habe ich meine rechte direkt vor dem Kinn gehabt, um diese zu blocken. An dieser Stelle weiß ich ungefähr schon, wie seine Reichweite ist und wo er mich treffen kann, daher kann ich mich hier locker zurücklehnen, da ich weiß, dass ich locker ausweichen kann. Immer wieder der lange Versuch, mit langen Rechten oder langen Linken zum Körper zu gehen. Man trifft gegen Rechtsausleger besonders leicht die Leber, und das sollte man auch immer wieder ausnutzen. Hier mal etwas ein bisschen Druck aufgebaut, um zu schauen, wie er reagiert, wenn ich auch mal vorwärts marschiere für spätere Runden. Rechtsauslage gewechselt und ihn selber mit meinem Jab gestört und gleich wieder in die Linksauslage mit dem Jab zum Körper, um einfach sein Konzept zu stören, damit er nicht in einen Rhythmus kommt und sich zu selbstsicher im Ring fühlt. Wieder der Versuch mit der langen Rechten zum Körper. Hier nehme ich seine Schläge an und lese sein Timing. Ihr habt gesehen, ich habe zwischendurch meinen Konter reingehauen, weil ich ungefähr wusste, wie er seine Schläge timet, wie der Abstand zwischen seinen Schlägen ist und dass er gerne mit abwechselnden Händen schlägt und nicht doppelt zu einer Seite. Wieder lange Versuch mit dem langen rechten Haken oder beziehungsweise Uppercut zum Körper, was er geblockt hat. Lange Rechte wieder zum Körper und wieder rausgehen. Kurze Kombination am Mann und wieder rausgehen nach links rum, damit ich nicht in seine Schlaghand reinlaufe. Runde 2 beginnt. Hier fange ich jetzt an, den Druck ein bisschen zu steigern. Ich habe jetzt in der ersten Runde geschaut, was er ungefähr macht, und bin auf seinen Rhythmus etwas eingegangen. Hier kontere ich immer wieder mal seinen Jab. Und besonders in Runde 2 müsst ihr auf diese Nahkampfsituationen achten und darauf achten, wie ich ihn auskonter. Hier ein perfektes Beispiel wieder gewesen. Zwischen seinen Schlägen immer kurze Kombos an den Mann bringen, um seine Kombinationen zu stören und vielleicht sogar einen Lucky Punch zu treffen, der ihn dann durchschüttelt. Achtet hier jetzt gleich besonders auf meine Beinstellung. Schaut mal, wo ich mein vorderes Bein stelle. Ich stelle es die ganze Zeit sehr weit hinter sein vorderes Bein ab, da er wahrscheinlich darüber stolpert und seine Beine neu positionieren muss, um eben nicht zu stolpern. Das könnt ihr sehr gut ausnutzen gegen Rechtsausleger. Ihr tretet mit eurem Fuß auf seinen vorderen Fuß drauf oder platziert ihn gleich hinter seinem vorderen Fuß, damit er hier aus dem Gleichgewicht kommt.
Ja, immer wichtig, schön beweglich bleiben. Kein festes Ziel dem Gegner geben, das er immer treffen kann. Nicht einfach Doppeldeckung halten und nach vorne marschieren oder stehen bleiben, sondern einfach immer wieder locker beweglich sein und den Gegner auch immer auskontern. Hier wechsle ich auch wieder schnell in die Rechtsauslage, probiere hier einen Jab zu etablieren oder vielleicht mal eine lange Linke zu treffen, ja, was hier halbwegs geklappt hat. Ich habe die lange Linke zwar nicht getroffen, aber habe dann zwei Körpertreffer noch an den Mann gebracht. Auslage wieder wechseln, damit er ihn nicht in ein Konzept kommt. Und jetzt achtet auf die kurzen Konter. Batz, Batz, rechts, links. Ich wusste von der Runde 1 schon ungefähr, wie sein Timing zwischen den Schlägen ist und dass ich da locker reinkontern kann. Und hier genau dasselbe Spiel. Das sind keine Schläge mit Power dahinter, das sind ganz lockere Treffer, die ihn schon extrem aus dem Konzept rausbringen. So, wieder der Versuch mit der langen Rechten zu treffen, jetzt etwas Druck an den Mann bringen, ja, um zu sehen, wie er wieder im Rückwärtsgang reagiert, vielleicht hier an den Seilen oder in der Ecke stellen und dann richtige Knockout-Kombinationen raushauen. Hier schön den Jab gekontert, indem ich den Jab mit der rechten Hand geblockt habe und dann mit der linken über den Jab gekontert habe. Runde 3 beginnt. In dieser Runde möchte ich euch besonders auf meine Beinarbeit hinweisen oder euch zeigen, wie sehr ich ihn aus dem Konzept bringe, indem ich meine Füße benutze und nicht so viel meine Hände. Hier wieder ganz locker den Druck aufbauen, in lockeren Schritten nach vorne gehen und dann mit dem Jab, Jab und mit der rechten Geraden am Mann den Gegner stören. Rechtsauslage wieder wechseln, immer variabel bleiben, den Gegner nicht ein Konzept sehen lassen, nicht erkennen lassen, was ihr vorhabt. Und immer wieder stören, ja. Die linke oben halten, stört seinen Jab. Lange rechte immer wieder versuchen ans Ziel zu bringen. Vor allem wirklich eine druckvolle, harte, lange rechte gerade hilft sehr gut gegen Rechtsausleger. Wieder versuchen mit dem langen linken zum Körper zu gehen und die Leber zu treffen. Auslage wechseln, kurz rausdrehen. So, jetzt achtet gleich auf meine Beinarbeit, schaut mal wieder, wo ich meine Füße platziere, wenn ich in der Linksauslage kämpfe und ein bisschen Druck mache. Ihr werdet sehen, dass ich immer wieder versuche, meinen vorderen Fuß hinter seinen vorderen Fuß zu platzieren, damit er entweder darüber stolpert oder einfach keinen festen Stand findet. Kurz dazwischen immer wieder schöne Konter reinbringen, damit er wieder seinen Rhythmus nicht findet und nicht zu selbstlos wird. Immer wieder den Gegner kontrollieren. Und hier sollte ich gleich mit der Beinarbeit beginnen. Achtet, ich steppe jetzt auf seinen vorderen Fuß. Etwas ein dreckiger Tipp, aber solange es der Ringrichter nicht sieht, kann man es machen. Und jetzt platziere ich immer wieder meine Füße hinter seinen Füßen. Achtet genau drauf. Erstmal drauf steppen, damit er sich im Nahkampf nicht rausbewegen kann. Jetzt den vorderen Fuß hinter seinen bringen. Den rechten Fuß hinter seinen Fuß bringen und nochmal den linken und pass auf, er stolpert über seine eigenen Füße und fällt hin. Ja, ihr könnt das mit Schlägen natürlich kombinieren, damit das so ausschaut wie ein TKO bzw. ein Knockdown. Wenn ihr wirklich die Füße durcheinander bringt und einen harten Punch an den Kopf bringt, könnte das tatsächlich dann auch zu einem sauberen K.O. führen. Hier seht ihr es wieder, ich versuche es wieder ein bisschen, meinen Fuß entweder auf seinen vorderen Fuß zu stellen oder dahinter zu stellen, damit er einfach wieder sein Gleichgewicht verliert und ich ein bisschen mehr Kontrolle über ihn im Nahkampf habe.
So, Freunde, an dieser Stelle ist das Sparring dann auch zu Ende. Das waren drei lockere Runden, die ich mit meinem Partner Mohammed gemacht habe. Ich hoffe, das Sparring hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einige Tipps von mir mitnehmen, wie man gegen Rechtsausleger kämpft, auch wenn die ein bisschen dreckig waren zu manchen Momenten. Ich habe leider kein Outro aufgenommen, da ich das vergessen habe. In dem Sinne ist das mein Outro. Passt auf euch auf, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren und all das schöne Zeug. Und wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.